Ein herzliches Willkommen zurück zur neuen Ausgabe von This War of Mine. Wir haben in der letzten Folge die Schule besucht und deswegen geht Jan jetzt auch erstmal schlafen, denn er war da ganz fleißig. Und Boris ist wieder gesund, das ist doch schön. Philipp hat Wache gehalten, den schicken wir auch mal pennen und Boris kann, ja, das Blöde ist, dass Boris so super lahm ist, den setzen wir erstmal hier unten in den Sessel. Er soll erstmal noch einen ruhigen machen, heute Nacht muss er ja losziehen zum ersten Mal, da er ja aufgrund seiner Rucksackgröße einen strategischen Vorteil mit sich bringt, auf den ich nicht verzichten möchte bei der nächtlichen Beutetour. So, wir haben erstmal Essen eingesammelt und setzen gleich darauf wieder Essen ein, um neues Essen zu sammeln. Feuerholz haben wir auch. Das heißt, wir können die Temperaturen wieder ein bisschen hochschrauben. Ich überlege, ob es sich nicht doch lohnen würde, noch einen zweiten Ofen zu bauen. Na, ich weiß es nicht. Ich schaue mal kurz nach, wie viel wir jetzt noch hier an Brennholz haben. Ja gut, eins haben wir noch. Da hat mein Handy gerade geklingelt. Das tut mir sehr leid. Das setze ich jetzt mal kurz auf lautlos und dann bin ich wieder voll bei der Sache. So, also ein Feuerholz haben wir, 4 Wasserfilter haben wir, das ist eigentlich mit das Wichtigste. In der nächsten Tour muss ich echt mit Boris super viel Holz und sowas sammeln und dann passt das Ganze schon, denke ich. Wir haben Tag 25, ich denke mit Franco ist heute auch nicht zu rechnen. Im Moment hat keiner hier wirklich Hunger, das heißt, eigentlich ist gar nicht mehr so viel zu tun. Alex kann nochmal kurz das Radio anmachen. Oh, es gibt Wasserknappheit. Das ist interessant, das bedeutet nämlich, dass Wasser jetzt beim Handeln teuer ist. Auf der anderen Seite kann ich Wasser auch einsetzen. Hier steht, dass der Winter die Leute ziemlich mit seinen eisigen Griff hat. Und dass daher aber auch die Verbrechenswelle abgenommen hat. Das ist natürlich praktisch, das heißt, ich muss nicht mehr so viel Angst haben jetzt vor Raids, vor nächtlichen. Und ja, da habe ich natürlich dann Freude. Hier steht, dass hier gerade über eine mögliche militärische Intervention, um einen Waffenstillstand zu erzwingen, die Rede ist. Oder dass die im Raum steht. Ja, wir wissen ja schon, dass es an Tag 40 eigentlich enden muss, weil wir es ja so definiert haben in unserem Szenario. Von daher bin ich da eigentlich ganz cool. Ich denke, wir beenden den Tag und schleudern oder schmeißen uns in die nächste Nacht. Die Schule ist zwar ganz spannend, aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal einen neuen Ort besuchen. Wie wäre es mit der Tankstelle? Und wir nehmen jetzt wirklich Boris mit, der ist auch schon ausgewählt. Und Jan hält mal Wache. Und ich denke, dann sind wir safe. Wobei, also eigentlich muss ich ja wahrscheinlich keine Wache halten, weil ja die Raids im Moment nachlassen. Aber man kann ja nie wissen. So, ich drücke Boris auf jeden Fall die Schaufel in die Hand und auch eine Säge soll er mitnehmen. Und dann gucken wir erstmal. Looks like people had rain it dry since it didn't blow up after the shelling. Ja, also die Tankstelle scheint schon vollkommen, das ganze Benzin scheint vollkommen gestohlen worden zu sein oder ausgenommen worden zu sein, noch bevor die Bombe eingeschlagen ist. Sonst meint Boris, wäre das ganze Ding hier mal ordentlich in die Luft geflogen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, dass bei Tankstellen, die Tanks sind ja hier unter der Erde. Und ich weiß gar nicht, ob die wirklich explodieren müssten. Ob es da nicht noch irgendwelche krassen Sicherheitsvorkehrungen gibt mit einer dicken Betondecke oder so. Ja, gut, dass ich die Schaufel mitgenommen habe. Boris sagt es auch. Es ist natürlich viel einfacher mit der Schaufel. Das ist wirklich ein wahnsinniger Unterschied, ne? Irgendwie so 15 Sekunden oder so und naja. Aber oh, wir hätten eh hier oben auch reingehen können. Na gut, trotzdem ganz, ganz witzig. Dann, dass wir es unten wegmachen konnten. Ist das eine Ratte? Ja, so schnell wie sich das bewegt, wobei, ich weiß es nicht. Holz nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Das haben wir uns ja schon vorgenommen. Nehmen wir erstmal so viele Komponenten mit, wie es geht. Das könnte jetzt auch ein Mensch sein, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich schaue mir hier oben das Schlüsselloch. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen, das heißt, wir müssen unten lang gehen. Das war eine Ratte. Naja, trotzdem immer wieder aufregend.
Wir haben ja noch einen kleinen Keller. Ach super, ich kann wirklich alles benutzen, was ich mir hier mitgenommen habe. Sehr praktisch. Fertilizer würde ich gerne mitnehmen. Ja, super. Das ist mal wieder eine schöne Ausbeute. Im Moment ein bisschen nervig, dass ich so wenig Holz noch habe. Also ich führe auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Holz auf. Und ich denke mal, wenn ich die Säge jetzt gleich verbrauche, dann habe ich auch nochmal einen Slot frei. Also alles gut. Dann schmeißen wir die Shell Casings weg. Und Sugar nehmen wir nicht mit. Vielleicht nächstes Mal. Mal hier hinter die Theke gucken. Da ist eine Notiz unter dem Tisch. Nicht wirklich versteckt, aber es könnte leicht übersehen werden. Es wurde wohl von einer Frau geschrieben. Das erkennen die an der Handschrift. Das finde ich jetzt wirklich sehr vorurteilsbehaftet. Sie hat sogar sehr zügig geschrieben. Milosch, es tut mir leid, wirklich leid. Ich kann nicht länger warten. Ich habe ein bisschen Schmuck versteckt. Inside Carton Boxes Behind the Barred Door. Das heißt, hier hinter, wenn ich Glück habe, finde ich jetzt ein wenig Handelsmaterialien. Das ist doch schön. Tür auf. Ja, hier ist auch niemand. Und, oder war das, ach, das da oben war die Tür, ne? Ja. Ah, guck mal, wie viel Holz, das ist ja super. Da können wir uns gleich noch ein bisschen auffüllen. Was haben wir hier? Oh, er sagt, da wurde ein, ach, da liegt eine Leiche, oh Gott. Ja, was hat er hier getan? Das war wahrscheinlich Milosch, ne? Ist zu spät gekommen. Es tut mir echt leid für ihn. Gucken wir noch einmal hier in dieses Fass. Boah, Wahnsinn, geil. Es wäre cool, wenn es eine Funktion gäbe, mit der man quasi alles, wo man hier noch Freiraum hätte, sofort drauflegen kann. Aber, ja, gibt es anscheinend nicht. Das ist traurig, nervig. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal rein. Ich hoffe, dass mich nicht gleich wieder so eine Überraschung ereilt, wie in dieser, in der Altstadt, wo auf einmal der, da dieser Typ auftauchte. Das fand ich doch etwas, etwas gruselig. So, einmal die Tür ist auch geöffnet. Vielleicht meinte sie auch, ach, Barred Door, vielleicht meinte sie damit auch die Tür mit den Stangen. Metal Bar. Gucken wir mal. Boris, ganz galant schwingt er sich hier runter. Ja, das scheinen diese Kartenboxes zu sein. Da können wir uns auf jeden Fall gleich noch was schnappen. Ich hoffe, hier oben, das sind beides Ratten, aber was sollte es sonst sein, ne? So, erstmal hier kurz schauen. Yeah, 4 Jewelry ist geil. Und Bücher. Die Bücher würde ich gerne mitnehmen. Die kann man so gut verbrennen. ja, was ist jetzt wieder die Qual der Wahl? Ich glaube, ich lasse ein paar Components hier und nehme mal die 4... Ach, Bücher kann man nur 2 in einem Slot. Ja gut, dann... Egal, ich denke, dass ich in der nächsten Nacht nochmal hierher komme und dann, soweit es geht, noch die Sachen weiter abgrase. Und dann sind wir auch mit der Tankstelle hier so gut wie durch. So, Ammo. Ammo würde ich aber... Ach komm, holen wir in der nächsten Runde. Die Pillen... Die Pillen nehmen wir die mit jetzt schon. Die laufen uns ja nicht davon. Nehmen wir nächste Runde auch mit. Nächste Runde können wir uns auch den Lockpick sparen. Haben wir noch einen Slot mehr frei und dann passt das Ganze. Auf das Dach kommt man, denke ich, nicht drauf. Hier ganz oben können wir nochmal gucken gehen. Da gab es links, wobei, das machen wir morgen. Da oben gab es nämlich noch einen kleinen Haufen und da kann ich halt nur von da rüber jumpen und das mache ich dann einfach. So, dann geht's jetzt zum Ausgang. Diese Nacht ist vorbei. Boris schwingt sich zurück nach Hause, wird bestimmt sehr hungrig sein gleich und auch dementsprechend erschöpft und müde, aber das wird schon passen. Tag 26. In diesen unwirtlichen Bedingungen. Ja, da haben wir alles. Und dann kann Boris sich jetzt etwas zu essen vielleicht direkt noch kochen, wo wir gerade dabei sind. Wunderbar, wir haben, ach, so viel Wasser, so viel von allem, das ist richtig schön. Alex ist etwas krank, das ist blöd. Das heißt, jetzt erstmal sammelt Alex hier das Essen ein, dann müssen wir wieder heizen, es sind nur noch 9 Grad. Jan legt sich pennen, der ist erschöpft. Phil ist auch sehr hungrig, Boris auch. Jetzt legen wir hier erst nochmal eine neue Falle aus mit dem Fertilizer.
Auch wenn es länger dauert, aber ist trotzdem okay. So, Boris, du legst dich jetzt pennen. Philipp macht sich noch was zu essen oder isst sich noch was. Alex legt nochmal hier was rein. Dann können wir auch mal... Ach nee, Wasser können wir nicht sammeln. Wir können oben neues Wasser produzieren am Ofen. Ah, und jetzt fehlt uns Brennmaterialien. Okay, gut, dass wir Holz gesammelt haben, ne? Zumindest ein wenig. Wir können aber auch Bücher verbrennen. Wir verbrennen erstmal 4 Bücher. Eins will ich immer noch behalten, damit jemand lesen kann. Ach, wie schön sie schlafen. Gib Gas, Junge. Ich lasse Phil aber erst nochmal 2 Mahlzeiten kochen. Und wir gucken mal. Ja, wir machen aus dem ganzen Holz jetzt hier Brennmaterialien und fertig. So, Phil kann sich erst nochmal hinlegen. Jan soll sich mal noch was zu essen holen. Ja, immer dieses Gelaber. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Das ist doch auch ein bisschen überbewertet hier. Oh, wer ist das denn? Da braucht jemand Hilfe. Da lassen wir Jan doch noch mal kurz hingehen. Thank you for opening the door. Da habe ich immer das Gefühl, dass er dann gleich ein ekelhaftes Lachen aufsetzt und mir in den Kopf schießt. Rette Leute aus einem zusammengestürzten Gebäude. Okay, da sind Leute lebendig begraben. Wir müssen sie da rausziehen. Ja, natürlich. Da ist Jan immer hilfsbereit, auch wenn er müde ist, aber das wird er schon überleben. So, jetzt darf Alex erst nochmal hier den Ofen voll machen, sozusagen. Und dann holt er sich was zu essen. Und im nächsten Schritt noch Medikamente, denn er ist ja etwas krank. So. Muckelige 16 Grad in unserem Haus. Sehr, sehr schön. Mal schauen, was ein zweiter Ofen kosten würde. Also so ein Heizelement. 6 Holz brauche ich dafür nur noch. Okay, ja, dann brauche ich den noch in der nächsten Runde. Holen wir ja Holz und dann passt das doch. Ist doch cool. So, jetzt darf Alex sich hinlegen, unten in den Alkoholkeller. Da geht's ihm gut. Ja, ansonsten scheinen die Leute ja halbwegs fit zu sein. Ich denke, dass es dann mit diesem Tag auch schon wieder gewesen ist. Und wir springen in den nächsten Tag und werden noch einmal zur Gas Station gehen. Alex darf natürlich schlafen. Ich glaube, wir halten diese Nacht einfach mal keine Wache, denn, wobei, wir, ist im Prinzip egal, wir halten Wache, wir haben ja genug Betten, tagsüber kann jemand schlafen und fertig. So. Ohne alles geht Boris dahin, denn da dürfte ja niemand sein. Und alle Gänge sind freigeschaufelt und freigemacht. Insofern alles safe. So, wir fangen jetzt erstmal hier im mittleren Stock an. Ich glaube, hier unten war ja dieser Bereich, wo so viel Holz lag, ne? Erstmal die Einzelteile einsammeln. Notfalls legen wir sie woanders noch ab. Jedes Mal wieder ein Schrecken, wenn dieser rote Kreis erscheint, aber... Wer kann es mir verübeln nach dieser Katastrophe in der Kirche? So, das war, glaube ich, das ganze Holz, oder? Ne, aber anderes Zeug, auch schön. Boris, komm schon, mein Freund. Ach krass, das habe ich vorhin, habe ich da gar nicht nachgeguckt? Heftig, so viel Wasser und, ist ja ein Traum. Ja, dann was machen wir? Wir lassen die Shell Casings zurück. Zigarette ist gut zum Handeln. Die Components brauche ich gerade nicht. Nehmen wir die noch mit. Jetzt habe ich natürlich erstmal wieder gar kein Holz gesammelt. Das ist ja einfach nur die Hölle, dass es hier so viel gutes Zeug gibt. Ja, ich denke, das schaut schon gut aus. I'm not sure how to get there. Ja, Leiter hoch und dann darüber rennen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, Boris, ne? Mann, ey. Dem muss man auch alles dreifach erklären.
So, mal schauen, was wir hier haben. Holz, ganz viel Holz. Dann lassen wir die Herbs hier, die brauche ich nicht. Wir lassen Gunpowder hier, brauche ich auch nicht. Wir lassen den Zucker hier, ich brauche ihn noch nicht. So, und wir lassen den einen Wassertropfen hier. Und dann ist der Beutezug schon wieder beendet. Wenn ich mal wieder was brauche... Oh! Gott, oh Gott. I was taking care of an old friend of mine. On the fresh grave lies a carefully folded little origami flower and the ID of a man named Milosh. Oh, hat er die Leiche von da oben runtergeholt? Das ist ja spannend, dass das hier... Ja, er hat die Leiche geholt. Dass diese Geschichte hier so ein bisschen forterzählt wird. Das war mir gar nicht bewusst. Ich könnte den Typen angreifen, aber... Schon ist er wieder weg. Alles klar, dann bin ich auch weg. Hui, das war jetzt aber wieder ein Schocker. Also vermute ich mal, dass in diesem anderen Gebäude dieser Robert tatsächlich auch einfach so aufgetaucht ist, weil ich da jetzt so lange mich aufgehalten habe. Tag 27, wir schauen nach, ob wir überfallen wurden. Ich denke aber nicht und das wäre dann, ist das eine Premiere? Dass zum ersten Mal, wenn ich eine Folge beende, wir nicht überfallen wurden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mal schauen. Nee, aber Alex ist immer noch krank. Jan ist auch zurückgekehrt. Ja gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Zugucken und welches Gebäude wir in der nächsten Nacht aufsuchen werden, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, alles Gute.